das, was ich nicht Dings verstehen kann, warum Fortnite so dreist ist und das alles macht. Ich verstehe es nicht. Und Das ist komisch. das ist einfach nicht mehr normal. Also, ich hoffe von Fortnite selber, dass es Dings, dass da noch ein Statement von denen kommen wird. Wenn nicht, dann muss ich einfach leider sagen, also natürlich den Gewinnern, die es gespielt haben, den gönne ich es zwar eigentlich, aber das Ding ist halt, wenn ein Spieler mehr Runden gezockt hat und mehr Punkte geholt hat, dann kannst du nicht sagen, ja, wir geben dem einfach das nicht. Was stand eigentlich bei mir im Durchschnitt dran? Das will ich jetzt gucken. Was war bei mir im Durchschnitt? Ich konnte es gerade. Ja, dem hat auf YouTube schon wieder ein Video gemacht. Was? Ob auf YouTube schon wer ein Video drüber gemacht hat. Warte, ich kann kurz gucken. Chat, wir gucken. Warte mal ganz kurz. Ich guck gerade. Es gab mehrere, die diesen Cup scheinbar gespielt haben. Oh nee, den Typ will ich gar nicht sehen. Och nee, wenn ich den Typen sehe, dann kotze ich schon wieder. Dann krieg ich schon wieder so richtig Anfall. Ich guck. Everybody, typical gamer with your daily YouTube livestreams and more. And today. Ja, okay, das ist ein englischer Spieler, aber ich will mal gucken. By them. No, the outer edge isn't coming. You sure? This is a strat here, guys. If you guys are trying to win the glider or anything, this is a strat. Outer edge is come in, keep running. Outer edge is come in, keep running. Tipsy Gamer. Ja, das ist dann der Spieler aus der englischen YouTube-Szene. Aber ein deutscher YouTuber außer Z-Max hat da kein Video drüber gemacht, glaube ich, oder? Müsst gleich nochmal gucken. There we go, there we go. Weil der hat es halt noch gelivestreamt tatsächlich. You can't just stop. Some of those, ich will nur gucken, ob er auch den Bug hatte. Wenn ja, dann war es nicht nur deutschlandweit. Hallo? Ja. Alright, ich guck gerade in Dings Livestreamer zu Englisch aus der englischen Szene. Ja und? Soccer? Ich guck grad noch. Gerade ist er in der Runde, er ist Platz 1. Tatsächlich, er ist bis jetzt noch nicht tot. Gibt's irgendwo eine Stelle, wo der tot ist? 500 off the bat, 500 good. Dance on the dance floor, spoke. Da drüben ist irgendwann kommen. Ja, da stirbt er. Da stirbt er jetzt langsam. Allein er! Allein Tippic Gamer hat Dings hat in einer Runde fast 100.000 geholt. Der hat fast 100.000 Punkte in einer Runde geholt. Krasser Scheiß. Ja, aber Respekt. Ja, ich sag ja. Teleported me. Fudge, bro. Fudge. Bro, freu dich mal. Du hast 100.000 Punkte in einer Runde geholt. Was willst du denn? No, this is it. Alter, if you guys watch that last one, that was the appetizer, bro. That was the appetizer. I'm putting on Renegade Wenegata Wada. I'm putting on Wenegata Wada. And this is the run right now. No, no, Aerial Assault Trooper. No, no, Renegade Raider. Warte. This is the run right here. No, this is the run right here, bro. We have 53 minutes. We gotta make it. Okay, 100.000 hat er geholt. In der ersten Runde. Bro, isn't this guy a pro player? Scammed. Oha. Ja, und warte mal, jetzt muss ich dann weitergegangen. Also. Literally just got scammed. Warte, bro. Ich guck grad. I can turn off to not get flash. Hä, was? Was? Ey, das war ja nicht mal nur deutschlandweit, das war ja auch in der englischen Szene so. Der hat nur für seinen Win 8000 Punkte bekommen und der hat so viel Punkte gespielt. Der hat in einer Runde 100.000 Punkte gespielt fast. Und nur 8000 Punkte gekriegt. Wen wollt ihr eigentlich verarschen? Ja, dann, ey.
Alter, das ist ja wohl echt unfair. Ey, nee. Die Intelligenz ist schon in der Runde rein. Ja. Alter. Ich glaube. Fortnite, das könnt ihr mir nicht erzählen, dass ihr das ernst meint. Die werden da schon was machen, also. Alter. Entweder, nee. Zumindest irgendwas dazu, ein Statement dazu veröffentlichen werden sie dann. Müssen die, ey. Es wird keine. Selbst dieser YouTuber Typical Gamer, Alter. Der aus der englischen Szene, das ist auch so ein richtig berühmter YouTuber. Und trotzdem, Alter. Junge, was ist denn das? Was soll denn der Scheiß? Also ganz ehrlich. Du spielst deine Points, in der ersten Runde kriegst du die Points mit auf den Weg. Da habe ich wirklich meine Punkte bekommen. Also diese 55.000 quasi, die ich da verdient habe. Ab der zweiten Runde hast du nur noch die Hälfte bekommen. Und ab der dritten Runde habe ich dann gar nichts mehr bekommen. Ich dachte mir an der Stelle nur so, wen wollt ihr eigentlich hops nehmen? Wen wollt ihr verarschen? Schildsprung. Einer ist bei mir fast knock. Also Fortnite. Absolut keine Waffe. Das war super. Was war das gerade bitte? Warum kam da gerade so eine Among Us-Mucke eingeblendet? Ich weiß heute echt nicht mehr, was hier Phase ist. Warum kam hier gerade Among Us-Mucke eingeblendet? Was ist hier Phase? Sag jetzt eine Frage. Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Komm mal her zu mir oder ich zu dir. Ich weiß nicht, was hier los ist. Ich verstehe heute gar nichts mehr. Ich bin absolut verwirrt. Das zu Recht. Ist der Gegner dabei, ja? Ja, aber wir brauchen ihn gar nicht kennen. Down ist er. Hab ja aber gut Hits gedrückt. Gut. Der andere hängt hier noch irgendwo. Komm mal her, ja. Mein Aim. Kann hier jemand? Der hat den zweiten ganz. Oh. Noch einer. Junge, heute ist echt Stress. Ist der letzte aber gerade? Easy. Scheint so. Schön. Darf sehr abgehen. So, auf jeden Fall läuft wieder die Fischer. Tot. Junge, ich verstehe heute nicht, was hier Phase ist. Also Fortnite, ihr könnt mir nicht mehr erzählen, dass ihr das jetzt echt noch cool findet, wie das Game vonstatten geht. Also, das ist nicht mehr wahr. Bro, ich bin schon fast seit 5 Jahren mit dabei und dann sowas. Ey, ich schwöre es. Ich schwör's euch. Wenn sie sich korrigieren, dann ist da das darf passieren. Ganz ehrlich. Also natürlich dürfen sie sich korrigieren. Ja. Die Leute wollen ja, dass sie sich dafür rechtfertigen. Das ist ja schon regelrecht Frechheit und Skandal. Na, ich meine halt, so Fehler wie jetzt, da hinten ist ein Gegner, das kann passieren. Ja, meine, es kann passieren, aber dann behebt man sowas und tut vielleicht das Turnier neu, nochmal neu starten. Keine Ahnung, vielleicht dann, was weiß ich. Vielleicht irgendwie mal nächstes Wochenende oder was weiß ich wann. Weil Wochenende sind eh immer meistens Spieler online und sind von solchen Events begeistert. Das weißt du genauso gut wie ich. Ja klar. Ja und aber das Ding ist halt, das Wochenende ist jetzt halt schon fast vorbei. Ich meine, die können jetzt auch nicht auf kurzfristig sagen, ja, wir spielen morgen das Turnier nochmal. Ja eben. Aber dafür haben sie zu wenig Vorbereitungszeit. Das ist ja mein Ding, das kann ja. Es kann ja mal was passieren, so in die Richtung. Ja, und außerdem, nächste Woche geht sowieso eh nicht, weil nächste Woche, Wochenende, du weißt selber, was da ist, Heiligabend. Es ist so unpassend. Keiner zockt an Heiligabend Fortnite, keiner. Du bist eher mit der Familie zusammen. Machst da eher was, aber zockst kein Fortnite.
ich hoffe, Leute, ich hoffe, dass sich Fortnite dazu noch rechtfertigt. Wenn die dann jetzt einfach so alles raushauen und dann einfach das so belassen, also, dann bin ich echt enttäuscht. Und das mit den Geschenken sollten sie auch mal fixen. Vor allem, es kam ja nicht mehr was für Statusprobleme rein oder so. Jetzt kann ich nachher auch noch mal kurz auf Discord gucken. Weil da posten die sowas manchmal auch mit Fehlermeldung. Oder sonst irgendwas. Fast Level 32, let's go. Was macht Anna eigentlich schon wieder? Ich rate mich schon gar nicht da. Du einfach so komplett in Vergessenheit geraten, so sie für dich so einfach komplett in Vergessenheit verraten. Dings geraten. Das du, geht aber. Du einfach nur so, ah ja, soll sie machen, was will. Ist mir doch egal. Aber ja, das, der ist doch. Ihren Schlafrhythmus sind hinterfrage ist einfach nicht mehr. Aber. Der ist sowieso schon gebrochen. Vergessen, das hat er nicht vergessen. Also, das in Vergessenheit gerät. Und da wäre noch eine blaue Sache. Meine Expertin. Weiß schon, dass ich schon eine epische habe, oder? Ja, eine legendäre. Mein Gott. Ich denke, die Kampfnotrunde besser als die. Was ist dann allerdings ist. Kampfschrotflinte ist ja auch geil. Das war ja nicht hell. Hier komplett mit dem Motorrad durch die Gegend. Er ist bei die Gegner oder was? Nee, nee, die Discord, die war. Die, also die Kampfrunde, weil 1,7 hat sie und die andere 0,7 oder was. Das heißt, die Schussrate ist jetzt schneller bei der Kampfrunde, die Magazingröße. Nach 102. Oh, wir haben markiert worden. Oder du? Nö. Das war ein Rabe, den du markiert hast oder so. Ich hab das gar nicht markiert. Nee, ich hab keine Dings. Ich hab keine Markierungen-Dinger drin. Ja, dann hat uns jemand markiert. Okay. Ja, gut. Wäre möglich. So kann man sich das auch einfach easy verdienen. Die was? Ich mach grad die Winter-Challenges. Warum muss ich eigentlich immer Really machen? Ich kann auch einfach Dings, ich kann auch einfach auch mich zur Seite drehen die ganze Zeit. Nur vom Berg zu jumpen bringt es halt nicht so viel. Ja, der Fehler hat man noch. Phasen ist sowieso. Fortnite 11 auch absolute Frechheit, was ihr mit uns gemacht habt. Funktioniert das zufällig auch, wenn ihr bei dir drauf guckt? Kann sein, ich weiß es nicht. Ich glaube, wir probieren. Dann ist es testen. Sollen wir mal vom Berg hier runterspringen? Ja. Das Kind sieht übrigens sehr nice aus, dem was ich sehr gerne auch hätte. Den, wo ich hab. Aber das. Also, mir ist er ja nicht wert vom Geld. Ich find ihn geil. Ja, er ist so geil. Siehst du? Irgendwer markiert uns da. Diese Schlinge. Ah, treibt schon fast leer. Hat jemand gehört? Ich bin mir gerade nicht überlegen. Wenn was kommt, dann kam es aus der Richtung. Aber. Naja, ich fahre lieber zu. Kein Bock zu sterben. Das funktioniert übrigens bei mir. Ah, sehr geil. Auch bei uns ist eh gleich der Sprit leer.
500.000 Punkte für Stunpunkte. Das ist ja eine sehr Der Polaris ist ja wahnsinnig wieder. So, Endstation. Weiter kommen wir erstmal nicht. Wir haben keinen Treibstoff mehr. Doch, kommen wir. Ah, lol. Hast du mitgenommen oder hast du Dings halt gefunden gerade? Ich hab den HS-Punkt. Lol. Nice one. Ist voll. Moment mal. Nachladen. Warum gibt es jetzt überhaupt die Funktion, dass man sich von Leuten was leihen kann? Was soll denn das? Digi, was denn also, da? Also bei den Strom. Erweiterung. Ja. Mhm. Realitätserweiterung meinst du? Ja, meine ich. Boah, ich hab dir noch das Geilste noch nicht gezeigt. Oh mein Gott. Ja, stimmt, du hast ja heute in die Gruppe geschrieben, du hast mir irgendwas zu sagen. Kann gut sein. Kann gut sein. Warte mal. Ja. Was denn? Ich wollte dir doch was zeigen. Oh nein, du wirst angeschossen, oder? Nee, ja, doch. Doch, wirst du. Ist aber nicht kritisch. So, komm mal weg. So, was wolltest du? Also, ich wollte dir noch was zeigen. Ja. Geht das jetzt noch? Ja, das geht noch, aber ich muss kurz Biggie nehmen. So. Jetzt kann ich es dir zeigen. Warte, nein, das wollte ich nicht zeigen, Mann. Scheiße, Alter. Jetzt zeigst du. Ich sehe Shipwreck. So, möchte gern. Diesmal haben sie keine Chance, ne? Gut. So, jetzt habe ich es immer noch nicht gesehen. Ja, geil. Ich habe dir auch noch was zu zeigen. Warum backt das aber alles so heute? Aber das, was ich dir zeigen will, das zeige ich dir dann in der Lobby. Hey, warum spackt denn das so? Hä? Was hast du denn jetzt? Sobald ich das Emote-Rad mache, ne? Ja. Dann tut es die ganze Zeit so aufflackern. Ah, aber den Fehler, den kenne ich. Den haben wir auch immer gehabt. Warum? Ja, das weiß ich nicht. Fuck halt. Hab nen Hammer. Also, sobald ich B drücke, dann flackert das so mäßig auf und dann verschwindet das Emote-Rad immer ich wieder. Schon mal gehabt. Genau, ganz genau, das kenne ich. Ja. Ja, und dann tut's halt irgendein random Emote auslösen, keine Ahnung. Alter, das kann's doch nicht sein. Warum? War das jetzt aber dann nicht das, was du mir jetzt sagen wolltest, oder was? Nein, das hab ich dir doch gerade gezeigt, hast du's nicht gesehen. Doch, den hab ich auch gefunden. Ja, guck. Kann wegmachen, kann wieder hinmachen. Siehst du die Linien? An Dekus Körper. Ja. Ja, aber exakt, die sind die geil. Also. Ja, die waren aber gerade noch nicht da, guck. Aber ich hab gemeint, es geht mit, wegen dem Motor. So. Du wolltest mir halt was anderes zeigen, so. Ja, das habe ich schon gesehen. Also, das war auch das, was du mir zeigen wolltest, das ist so, oder? Ja, das wollte ich dir zeigen. Ja. Na, passt. Nein, ich bin darüber schockiert gewesen. Ich glaube, ich wollte dir sagen, ich bin darüber schockiert gewesen, dass das mit dem Cup nichts gewesen ist. Und ich habe euch auch gesagt, seid froh drüber, dass ihr den Cup nicht gespielt habt. Ihr werdet ja auch so ausgerastet wie ich. Das habe ich gehört. Ja. Warum? Hey, vorher hat das Emote-Rad aber auch schon so komisch getan. Ey, das ist so komisch als momentan. Was ist denn das? Ich verstehe es nicht. Da. Ja. Oh nö. Einfach momentan alles verbuggt, man merkt's. Hä? Was war denn jetzt? Was? Hat sich jetzt überhaupt nicht. Jo! Er schießt mich einfach low.
da. Oh, natürlich sterbe ich, ist logisch. Ja, und dann finde ich auch noch den Hund. Hund, weil einen hätte nämlich tatsächlich. Okay, das war nicht ganz. Jetzt sag, das ist so unfair. LOL, der hat einen mythischen Hammer, oha. Oha. Ja. Jetzt wird's aber los. Jetzt. So. Ja, ich hab mal, also nochmal, ich hab mir dann auch jetzt nach dem Leben auch so. Leute, was ist momentan immer verpackt? Naja. Was ist momentan jetzt alles verpackt? Das gibt's ja gar nicht. Das muss ich mal ausprobieren, das ist in der Lobby auch so. Du hast dann nur die. Warte, du hast mal. Dann die Sprache. Ja. Hä? Warte mal. Wenn ich es in der Lobby mache, dann geht's tatsächlich. Also, warte mal. Ja, aber dann ist es auch irgendwie verbuggt, ich weiß auch nicht. Komisches Aspekt. Manchmal buggt es, manchmal nicht. Hä? Ey, ich schwöre. Fortnite, was ist mit euch momentan? Was soll das? Meins hat ja nichts mit meiner Tastatur jetzt zu tun, die ist ja neu. Das kann ja gar nicht sein. Ja, wie gesagt, den Fehler habe ich auch. Du hast den Fehler auch. Also jetzt gerade nicht, aber ich hatte ihn schon öfters mal, ja. Wie lange hast du ihn genau schon? Genau das. Jetzt gerade nicht, aber also mal, der war mal da und dann ist er wieder weg gewesen. So. Hast du inzwischen. Aber nicht nur einmal, sondern das ist schon ein paar Mal. Hast du schon abgetreten. Dings, hast du deine Tastatur gewechselt oder hast du. Nee. Immer noch dieselbe. Immer noch dieselbe, die kriege und die kriege zu Weihnachten? Beziehungsweise. Ey, ich schwöre euch, das ist so dumm. Ja. Es ist so dumm. Fortnite will mich heute sauer machen, ohne Witz. Die haben was gegen mich, die haben eine Abneigung. Ja. Ja, du hast, also nochmal, du hast heute da die Nachricht da geschickt mit der. Die Sprachmemo. Hm. Wo das halt angefangen hat mit diesem Bug. Ja. Ja, alles Mögliche hat dann, heute angefangen. Ja, du vorher eben hast du noch geschrieben, so Leute, freut euch auf heute Abend. Es erwartet euch noch was. Ah ja. Aber dann. Scheinbar hat es ja dann mit denen nicht mehr ganz so funktioniert. Ha? Ja, ich weiß, ich hast mein Geschenk bekommen. Ja. Was für Geschenk? Nein, ich mein. Warte, Geschenk? Ja, ich hab dir ein Geschenk geschickt. Nein? Doch. Nee, ich hab jetzt gemeint mit dem, mit dem Cup. So praktisch, du willst uns am Abend dann dein Ergebnis zeigen. Nein, ich hab damit gemeint, dass euch heute Abend noch was. Warte mal. Ja, ne? Warte. Also ich verstell mich jetzt nicht, ist mein Ernst, ich hab nix. Was? Ich weiß von nix, ich hab was. Was ist denn das momentan mit Fortnite? Was soll denn das? Hä? Außerdem habe ich dir ja gesagt, ich brauche ja nix. Ey, erzählt mir mal, was das soll. Wisst ihr, ich hab ihm 500 V-Bucks im Mode geschenkt. Und er hat ihn jetzt. Was hast nicht. Du getan? Und Anna habe ich auch nochmal in den Mode geschenkt. Wenn sie jetzt noch erzählt, dass sie den auch nicht bekommen hat, dann frage ich mich, was dieser Scheiß jetzt schon wieder soll. Ey, komm. Weil Anna hatte diesen Emote schon. Ich habe es angezeigt bekommen, dass Anna den Emote schon hat, diesen Klingeling. Hat sie schon gehabt. Deswegen habe ich ihr den anderen geschenkt. Und Marco habe ich dann eben diesen Klingeling-Emote geschenkt. Warte mal ganz kurz. Du hast mir aber nicht zufällig den. Polaris? Oder hatte Anna den Klingeling-Emote nicht? Ah nee, sie hatte den Dings, sie hatte den Rentier-Emote schon. Deswegen habe ich ihr Klingeling geschenkt. Und Marco habe ich dann den Schlitten geschenkt. Ah ja, doch sowas. Ups! Eigentlich, jetzt habe ich mir eigentlich selber verraten, weil das wollte ich ja jetzt gerade enthüllen. Ich habe mir nämlich jetzt diesen Emote, was du jetzt gerade siehst. Ja. Den habe ich, also, und
den. Ja, den hast du dir gekauft. Die zwei. Ja, den hast du dir gekauft. Ich hab mir aber beide gestern auch gekauft. Hä? Ich hab dir doch noch einen geschenkt, hä? Das, jetzt scheint, okay, irgendwas scheint da jetzt gerade falsch zu sein, verstehst du? Also, das war jetzt eigentlich die Überraschung, was ich dir zeigen wollte, weil du immer mir den so schmackhaft gemacht hast. Dann habe ich eben gesagt, ich feiere den so, jetzt habe ich den gestern mir gekauft, den wollte ich dir jetzt heute eigentlich zeigen. Jetzt ist leider irgendwie alles nicht mehr ganz so lustig. Das heißt, du wolltest mir den eigentlich schenken. Alter. Und ich hab mir den aber gestern gekauft und jetzt ist irgendwie 500 D-Bucks weg von dir, oder wie? Alter, ich raste heute echt aus. Alter, ich schwöre, ich will dieses Spiel nicht mehr langsam spielen. Ich will das nicht mehr. No, es ist enttäuschend jetzt gerade. Alter, ich schwöre, ich raste gerade aus. Weil normalerweise wird es ja angezeigt, wenn ich schon was hab dir. Sagen wir mal, ich will dir was schenken, dann sehe ich ja, was du schon hast. Also ob du jetzt, sagen wir mal, diesen einen Skin im Itemshop schon hast. Ja, wartet mal. Das wird mir ja angezeigt. Ja, wartet mal. Ich schau jetzt. Ich hab heute zwei Geschenke versendet. Hier steht's. 3 von 5. Wenn er schon den Emote hat, einen von beiden. Also wenn er beide schon hat, dann hätte Epic Games rein theoretisch das anzeigen müssen und dann hinterher eben die V-Bucks wieder zurückerstatten. Ich habe das heute so geplant gehabt, dass er ein Geschenk bekommt und sie ein Geschenk bekommt. Mann, ist das scheiße. Ey, ihr wollt mir doch nicht alle erzählen, dass Fortnite mich jetzt so hops nimmt gerade. Das ist doch nicht wahr. Und noch dazu diesen Bug, dann verkacken sie das noch mit dem Cup. Ey, kommt. Das kannst du doch nicht mehr realistisch sehen. Wartet mal, ich probiere mal, ob das bei allen Paketen so ist. Also, ob das bei allen Sets so ist, dass das so verbuggt ist. Ich schau jetzt mal. Ich glaube aber leider schon. Alter, was soll denn das? Nee. Ja, hier ist es auch verbuggt, komm. Ey, ich will nicht mehr. Ich habe echt gerade gar keinen Spaß mehr an diesem Spiel, ist wirklich so. Es kotzt mich nur noch an. Weil verstehst du, jetzt schau, warte mal, schau mal rein. Ja, schau gleich mal. So. Junge, es kann nicht sein. Deshalb ich dir gestern geschickt. Warte, ich schau's mir gleich an. Kurz. Alter, das kann's doch nicht sein. Das können die doch nicht auch noch witzig finden. Ach, das war die Geschichte. Ja, eigentlich, und ich habe mich so gefreut, ich wollte das, weil du hast den, verstehst du die ganze, jetzt kommst du eigentlich mit, oder? Und ich habe mich so gefreut, ich wollte den eigentlich jetzt zeigen, so, dass du siehst, dass alles geil ist, so, dass ich den auch geholt und Dings. Es ist echt gerade nicht mehr witzig. Und du schreibst da halt ein, du schreibst uns da was und dann habe ich gedacht, ja, du erzählst jetzt nichts mehr drüber, weil sich das Event ja sozusagen erledigt hat. Das war ja offensichtlich ein Reinfall. Aber in Wirklichkeit wolltest du mir was schenken. Aber das hat auch nicht funktioniert, weil ich... Ja, keine Ahnung, warum nicht funktioniert hat. Aber ich hab mir das gestern geholt. Ich krieg da solche Ausraster. So, was habe ich selten erlebt. So. Ach du Scheiße, ja, jetzt magst du schauen, dass du an deine 500 V-Bucks kommst, oder? Abfrei Deutschland Server Real, die beim IOP. Wir wissen, dass einige Spieler, fälschlicherweise Korea ID gefragt werden, versuchen sie sich anzumelden. Aha. Was kommt hier? Weitere Button-Eingabe zum Geburtstag mit Controller nicht verfügbar. Wir wissen, dass ein Problem mit dem
Bildschirmgeburtstag und bei einigen Spielern, bei deren Controller verwenden, kein Symbol für die fälschliche Weiter haben. Drücken Sie X auf Xbox Quadrat oder PlayStation 4, Y auf der Nintendo Switch wieder Ihre Eingabe betätigt. Ein Neustart des Spielers stellt Symbole ebenfalls wieder her. Speichern rettet die Welt Außenpost nicht wirklich. Wir wissen, wir untersuchen ein Problem, dazu führt, dass das Speichern von Rettet die Welt Außenpost nicht korrekt funktioniert. Wir werden ein Update bereitstellen, sobald das Problem behoben ist. Ja, leckt mich doch. Was habt ihr momentan eigentlich alles für Fehler drinne? Ihr könnt mir doch nicht erzählen, dass ihr das witzig findet, ihr Spaten. Ja. Wir haben dieses Wochenende ein Duo-Turnier für euch. Die liebe Lexa streamt samstags um 21 Uhr große Finale mit einem Gewinn von 500 Euro Gewinnerteam, falls ihr dabei sein wollt. Ja, das postet ihr aber. Das postet ihr. Das postet ihr. Du Rest sagen sie nichts. Aber, allerdings, aber eine Fehlermeldung, dass der Cup nicht funktioniert, ist bis jetzt nicht in die Tüte gekommen. Ja, weißt du, so ein Cypher PK Event, also kennt ja niemand. Mr. Beast. Doch, Mr. Beast ist sehr bekannt. Ja, ja, ich weiß schon. Ja, war Server. War ja Spaß, also. Jetzt gucke ich hier rein, Serverstatus. Ich schau mir das an. Ich sag's euch. Ich mach da jetzt keinen Kompromiss draus. Es war doch klar, oder? Die letzte Fehlermeldung kam am 14.12. Ach, leckt mich doch. Das haben sie aber selber nicht. Ich schwör's, ihr kotzt mich so an. Ihr kotzt mich so an. Ich schwöre. Fortnite, ihr habt sowas von... wisst ihr, ihr habt die letzten 5 Jahre, habt ihr so gut durchgehalten, ihr habt es so gut auf die Beine gestellt, ihr habt alles fabelhaft auf die Beine gestellt. Und jetzt müsst ihr sowas von reinscheißen und das bei einem neuen Chapterwechsel. Und dann gibt's nicht mal eine Fehlermeldung darüber. Gar nichts. Ihr könnt mir nicht weismachen, dass das okay ist. Ehrlich nicht. Ich meine, man muss ihnen jetzt schon so gut erhalten, sie haben immer, irgendeinen Fehler haben sie immer gemacht, so, also. Das war genauso wie damals gewesen, aber wo eine ganze Nacht der Server weg war. Daran erinnere ich mich auch. Ah ja. Ja. Warte mal. Ja, genau das. Haben sie auch komplett reingeschissen. Ich weiß zwar nicht mehr, welches dieses war, aber ich weiß, dass es passiert ist. Und da war jetzt ja selber mit dabei. Ich hab gedacht, Alter, was soll denn das? Leute, was geht's? So, da haben wir den guten Schmutzboy Z-Max, der sowieso ein Behinderter ist. Ja, gut, der. Nee. Aber den brauchen wir heute nicht anreden. Nee, ich will mir nur gerade angucken. Ich schaue mir gerade die unwichtigen Szenen bei dem an. Ist der überhaupt mal in die Lobby gegangen? Der kann mir doch nicht erzählen. Der hat safe immer da, wo er in der Lobby war, hat der Schnittpunkte gesetzt. Der hat Wettendes rausgeschnitten, wo er immer in der Lobby war. Der war doch nicht das ganze Video über in einer Runde, oder hat der wirklich nur eine Runde gezockt, die 14 Minuten ging und ist dann wieder raus? Warte mal, der war am Ende noch in der Lobby. Ich hab das, glaube ich, gerade gesehen irgendwo. Warte. Wo war er da? Highscore auf dieser Map ist und vergiss kein Abo und Like da zu lassen. Neben meinem Kopf kommt jetzt Highscore First Try. Das war eine gute Runde. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, was euer Highscore auf dieser Map ist und vergiss kein Abo. Wann hat der das Video hochgeladen? Alter, ich raste aus. Der Typ macht ein 1000 Dollar Video über den Cup und der hat das Video vor 6 Stunden hochgeladen. Er hat den Cup noch nicht mal mitgezockt. Oh, es tut so weh. Alter. Ich weiß nicht, was mehr weh tut. Dass Fortnite mich heute hops nimmt oder dass ich mir gerade so einen Shit-YouTuber ansehen muss, der doch wieder schon wieder irgendwelche Titel und Thumbnails fail
Dings schon wieder Thumbnails faked. Ja gut, da ist die Entscheidung klar, den einen kann man ausschalten, denn das andere kann man leider nicht ändern. Alter, wie hart muss ich eigentlich... Ich schwöre, ich würde ja nicht aufhören, wenn das Problem nicht da wäre. Aber es ist da. Und es kotzt mich an. Ja. Es kotzt mich an, was sie alles verkackt haben. Und es kotzt mich auch an, was das soll. Vor allem ärgert mich das jetzt um deine 500 V-Bucks. Du musst dir das so vorstellen. Ich hab mich gefreut, ich wollte was Lustiges zeigen. Also den Emote. Du wolltest mir Freude machen. Und im Endeffekt stehen wir jetzt beide da ohne. Ja. Verstehst du, oder? Mhm. Vor allem die Frage ist, wo die 500 hin sind. Weil mir sind die sicher nicht übertragen worden. Weil es macht keinen Sinn. Und hättest du eine Geschenkmeldung bekommen am Anfang, aber das hast du nicht bekommen. Na, ich hab nichts gewusst. Na, ja, ich hab dich auch nicht eingeweiht. Also, ja, das ist aber das ist ja Sinn von einem Geschenk, das ist das Lustige. Weil eben, du meinst, offensichtlich hast du ja heute schon einen Hinweis versteckt. In der Gruppe. Wobei ich das ja anders gelesen habe. Alter, Fortnite, ihr kotzt mich so an. Ihr kotzt mich so an, ich schwöre es euch. Ja. Jetzt magst du halt schauen, dass du deine V-Bucks wieder kriegst. Weißt du, was ich nachher mache, wenn ich fertig bin? Ich schreib den Support an. Das ist mir so scheißegal, ich schreib dir an, das ist mir egal, ob Wochenende ist. Das ist ja eine Frechheit. Die haben sich dafür recht zu fertigen, was sie getan haben. Ich schwöre euch, Fortnite, wie hart könnt ihr bitte schön in einem Monat reinscheißen? Das kann's ja wohl nicht sein. Wisst ihr, ihr habt damit eigentlich schon komplett den Vogel abgeschossen. Ihr habt jetzt mindestens 4 Sachen schon vorliegen, die man euch zum Schlechten halten kann. Ihr habt das mit den Waffenmechanics verkackt. Ihr habt das mit dem Cup verkackt. Ihr habt das mit, Dings, jetzt kann ich meine Geschenke nicht mehr aufmachen. Das habt ihr auch ebenfalls verkackt. Und dann noch das Emote-Rad funktioniert ebenso nicht. Sind schon 4. Und das 5. ist dann einfach so, dass ihr mir 500 V-Bucks abgeknöpft habt für ein Geschenk, was er schon hat. Was soll denn das? Mhm. So ist es, ja. Alter, ich schreib da noch was für die Stream-Highlight, schreib ich da noch was mit dazu. Das könnt ihr mir glauben. Puh, ich sag's euch. So frustriert wie heute war ich noch nie. Digga, die fühlen Zeit, dass sie ganz organisatorisch und alles vorgegangen sind. Aha. Die fühlen sich dafür gerade. Und wir sitzen hier gerade hier, talken darüber, was die für eine Scheiße gebaut haben. Vor allem, Chat, ihr müsst euch vorstellen, jetzt muss ich nachher den Support anschreiben und fragen, was jetzt ist. Mein V-Bucks. Ich kann das nicht so stehen lassen. Vielleicht. Weil hast du in der Zwischenzeit schon mal, also seit du das mir geschenkt hast, hast du nochmal neu gestartet? Ja, wegen dem Cup doch vorher. Ja, okay. Na, aber sonst hab ich mindestens 2-mal neu gestartet, weil ich gedacht habe, wegen dem Bug. Alter, dieses Emotes-Rad, Alter, es regt mich auf. Nein, es ist einfach so. Boah, es ist halt wieder unnötig. Natürlich ist es unnötig. Alles. Ja, kannst dich doch nur aufregen. Chat, wartet kurz. Ich will kurz was in den Einstellungen gucken. Das müsst ihr euch nicht ansehen. Oh. Alter, wie hart kann man mich heute triggern?
Es kann's doch eigentlich echt nicht sein. Alter, ich war noch nie so gebrochen wie jetzt. Ich guck jetzt mal kurz in den Einstellungen, ob das Dings, aber eigentlich müsste. Es tut mir so leid für dich. Du wolltest jetzt exakt was Nettes machen und dann. Du bist ja nicht mal. Du bist ja nicht mal daran schuld. Na, aber es tut mir ja leid für dich, also sozusagen, ich hab. Also Mitgefühl halt. Warum sind da zwei Tastaturen mit eingespeist? Rocard, ja. Con, Aimbo 16K. USB Keyboard, ah ja. Interessant. Hast du beide Tastaturen dran stecken? Nein, nur eine. Weiß doch selber nicht, warum mir überhaupt eine nur beide angezeigt werden. Wo werden die denn angezeigt? Dings, Einstellung von Windows. Mhm. Werden mir die beiden angezeigt, keine Ahnung warum. Polaris, was geht? Bin heute 13 geworden. Es freut mich für dich, Jonas, aber ich bin heute echt nicht in Partylaune. Sag, gab ja vorher. Ich sag's dir, ich kann. Jonas, ich bin heute nur am Fluchen. Ich sag's dir. Erstens mal auch ein Hallo von mir und zweitens, es gab da vorher, da du jetzt offensichtlich erst jetzt reingekommen bist, hast du da so ziemlich einiges jetzt verpasst. Alter. Wieso? Ja, weil Fortnite alles am Reinscheißen ist. Die haben heute alles reingeschissen. Musst du dir das so vorstellen. Der Polaris, der wollte mir etwas schenken. Nee, so einen kleinen Emote. Und beziehungsweise zwar diesen Emote. Nee, nicht denn. Ein von beiden war es. Ich weiß es nicht mehr welcher. Ja, der andere. Und den Emote habe ich aber gestern schon gekauft. Gestern Abend. Weil den der Polaris immer so gefeiert hat, dann habe ich gesagt, habe mir gedacht, den kaufe ich mir auch. Offensichtlich wolltest aber du mir den dann jetzt dann schenken heute. Und ja, der hat es bei dir aber nicht angezeigt, dass ich den schon hab. Offensichtlich sind dir dann jetzt 500 V-Bucks gestohlen worden und keiner weiß, wo die sind. Außerdem so ist die Geschichte. Außerdem ja. Hat Fortnite den Mr. Beast Cup verkackt, die Punkte und die Runden wurden nicht gescheit gewertet und gezählt. Was heißt, die Spieler haben eindeutig Punkteverlust gemacht und noch dazu, ihnen wurde einfach damit die Zeit gestohlen, wo sie hatten. Das war der zweite Punkt, worüber das eher noch größere Aufregung ist. Und es wurde nicht mal. Ja, ist es ja auch. Und es wurde nicht mal eine Fehlermeldung bekannt gegeben darüber. Dann der dritte Punkt ist, ich kann nicht mehr in die Lodge gehen und meine Geschenke aufmachen. Kann ich auch nicht mehr machen. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht wieso. Und der dritte Punkt ist, dass das Emote-Rad nicht richtig funktioniert und komplett verbuggt ist. Es ist so traurig, was hier passiert, Alter. Das war der Emote, Jonas. Ach, Mann. Ja, ich dachte, ich. Und eigentlich, anstatt dass man sich jetzt so freut. Nein, ich reg mich nur noch auf gerade. Ja. Was ne Scheiße. Absolut. Ich finde das echt nicht mehr funny. Guck. Guck, Jonas, ich kann es dir selber zeigen. Ich zeig's dir. Guck. Schau dir das an. Ich lade nur ein bisschen. Funktioniert nicht. Es ist so ne. Es ist so elendig. Ach so, genau. Wie sieht's denn dort aus? Mit den Paketen. Oha, wie unfair. Ja, natürlich ist es unfair. Ist ja logisch. Ist auch logisch, dass ich mich darüber aufrege. Jetzt sehe ich das auch. Die, ja, keine Ahnung, was ist das?
das, also der Bug, der ist offensichtlich aber nur bei dir, weil, wie gesagt, ich habe heute schon eins aufgemacht. Man kann den Skin im großen Paket links schon öffnen, ne? Indem man die davor öffnet. Ja, ich kann ja aber kein Geschenk mehr aufmachen, das ist ja das Ding. Ich kann wenn ja gar kein Geschenk mehr aufmachen, das ist egal welches ich nehme. Das ist scheißegal, ob ich es auf der rechten Seite eins nehme oder eins auf der linken Seite. Ich kann kein Geschenk mehr aufmachen, das bricht automatisch beim Kurzladen, bricht es immer wieder ab. Ich kann nichts machen. Wenn der Polaris die E-Taste drückt, dann lädt's kurz. Geht's nicht auf. Dann lädt's nur kurz einen Balken und dann verschwindet's wieder und dann ist es wieder von vorne. Das einzige, was ich machen kann, ist gerade Pakete schütteln. Der Mr. Beast Cut startet mal das Spiel neu. Das habe ich schon mindestens zweimal vorher gemacht. Und vorher auch noch mein jetzt drittes Mal. Probier Alternativlösung. Jetzt vielleicht, was man noch testen könnte, ist, geh vielleicht mal in die Settings rein. Und mach einfach die Benutzen-Taste, die öffnen. Na, statt dem E, hau das vielleicht mal raus und nimm irgendeine Taste, was du auf der Tastatur frei hast. Keine Ahnung. Ein Ü, ein Ä. Ein Ö, vielleicht sowas. Und test's einmal damit. Da müsste ich aber, ist eine Schnellleiste wechseln, wenn ich Q nehme. Nein, ich meine, geh einfach mal in die Einstellungen. Ja, bin ich doch schon. Und lange. Bei die Tasten, ja, ist ja verzögert. Ja, E ist bei mir benutzen. E, also auch, es ist bei mir ja auch E, aber... Aber ich meine, lösch's einfach mal raus. Und du stattdessen, warte mal. Und du stattdessen die. Probier mal ein Ä. Also klicke mal auf das X und. Digga, was ist das für ein Dreck? Du kannst es nur mit E öffnen. Ey! Ich raste heute echt noch. Warte, aus. Das heißt? Das heißt, das hat gar nichts mit dem zu tun. Das muss ich jetzt selber mal ausprobieren. So, was ist noch frei? Sag ja, das Ding ist verbuggt. Das geht wirklich nur mit E. Das ist verbuggt. Es ist einfach verbuggt. So, und jetzt macht es dann auch Sinn, dass du sagst, du kannst so Chests oder sowas im Spiel drin öffnen. Warum? Also irgendwelche Truhen oder sowas, das kannst du alles öffnen, aber nur das Geschenk nicht, weil offensichtlich das Geschenk nichts mit den Einstellungen dazu zu tun hat. Scheinbar. Was ist das für eine Scheiße, Alter? Mach eine Meldung drüber. Ich schreib den Support nachher an. Über alles, was jetzt passiert ist heute. Was ein Tag. Aber außer das mit dem Cup, das müssen die selber regeln. Das geht mich nichts an. Darüber. Ja gut, aber da haben wir ja gesehen, das ist ja offensichtlich ein Problem, was alle betrifft. Ja, also. deswegen werden sich viele Spieler dazu bekundigen, auf jeden Fall. Ja, 79.620 Punkte in 7 absolvierten Runden, das kann einfach nicht stimmen. Ich hab mehr gespielt. Safe. Und das Ding ist, ich schreib alles ausführlich auf. Dass meine V-Bugs fehlen, dass das mit dem Emote-Rad nicht richtig funktioniert und dass die Lodge, dass ich da die Geschenke nicht mehr richtig öffnen kann. 4 Fehler ist denen innerhalb eines Tages gelungen. 4 Fehler. Und darüber gibt's nicht mal eine Fehlermeldung. Alter, nee. Mhm. Naja. Oh, ich schwöre. Ziemlich beschissen. Natürlich.
kann man so hart reinscheißen? Vor allem, weißt du, dann supportest du die doch und dann ist das der Dank, den du zurückkriegst. Dass sie einfach alles komplett kaputt machen und dann noch alles schlimmer machen, als es ja eh schon ist. Ist klar. Ja, aktuell, ja, ich weiß ja nicht. Da hakt's gerade. Ich habe auf meinem PC auch übrigens, also seit dem Chapterwechsel so ein bisschen Performance-Probleme gehabt. Jetzt momentan geht's eh, weil ich die Standard-Einstellungen lasse. Aber die will ich normalerweise eigentlich nicht lassen, so von der Grafik her. Und jetzt ist FN noch in Pause. Stimmt. Bis. Ach, stimmt Ende ja die. Jänner. Ach, stimmt ja, die Pfeifendeckel, die machen jetzt keine neuen Updates mehr. Die machen ja erst wieder in knapp 3 Wochen oder mehr wieder Updates. Oh, Alter. Ey, super. Super. Wozu? Wozu soll ich überhaupt eigentlich noch Fortnite spielen? Wozu? I don't know. Ich schwöre, das ist wirklich das erste Mal, dass ich von Fortnite so hart abgefuckt bin, dass ich einfach gerade nur noch schreien wollen würde und einfach quitten gehen würde. Ist wirklich so. Vor allem die Belohnung, die kriegen die Leute wahrscheinlich auch erst, wenn das nächste Update rauskommt. Safe Call. Valorant. Willst du Valorant rein oder was? Wie gesagt, habe ich ja noch wenig Erfahrung da drin. Komm. Komm, wir gehen Valorant. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Das war eigentlich nur aus Spaß gedacht, so. Nee, ich schwöre. Marco, ich bin wirklich abgefuckt. Ich sag's dir, ich bin so gebrochen. Ja. Ich würde Valorant spielen gehen, ohne Witz. Ja, okay. Kein Bock mehr. Ich geh schon mal Discord. Ja, passt. Ich will mir noch nicht blamieren. Jetzt kommt der mit der Tour. Ich will mich nicht blamieren. Ah, leck mich doch. Ah, je, Marco. Ja, weißt du. Ich habe ja recht. Ich habe ja echt über Discord. Er ist doch die ja wieder installiert. Ich hab's ja vorher gar nicht drauf gehabt mehr. Ach ja. Geht Valorant auf allen Konsolen? Puh, gute Frage. Ich glaube, Valorant ist ja eigentlich nur ein PC-Game. Soweit ich mal weiß. Ich ruf dich über Discord an. Ich mach FN jetzt mach das aus. Alter, ich bin so gebrochen von diesem Drecksgame. Das ist das Schlimmste, was du dem Spieler antun kannst. Das kann's doch nicht sein, Alter. Warte, ich mach kurz Blackscreen, weil wenn ich mich anmelde, das muss nicht unbedingt jeder sehen. Ich meine, ich wollte jetzt schon länger mal ein bisschen Valorant wieder machen, aber... Wisst ihr Leute, jetzt habe ich wenigstens einen Grund, warum ich Valorant zocken kann. Einfach weil mich Fortnite so sehr gebrochen hat. Das ist aber auch selber schuld jetzt. Wisst ihr, so tut man die Effizienz eines Spiels herabsetzen, indem man alles verkackt, was man den Spielen als Fraß vorwirft. Macht gerade noch ein kleines Update. Hörst du mich?
Ja. Okay. Weil es jetzt so still ist. Okay, jetzt mal ganz random. Wann zeigst du dich oder hast du überhaupt Dings oder hast du es überhaupt vor? Erstens mal, wenn ich mich überhaupt zeige, dann nicht mein Originalface, weil ich das selber nicht will. Und auf der anderen Seite, das Ding ist halt, viele haben mich eben, wie ich schon damals erzählt habe, mich wegen meinem Aussehen gehänselt. Und das Ding ist halt, wenn du dein Face im Internet zeigst, dann weißt du auch eins mit Sicherheit, dass dein Face auch im Internet bleibt. Und jeder kann auch mit deinem Face machen, was er will. Der kann ein Foto davon machen oder Dings rauskuschieren und dann halt einfach irgendwo in solche komischen Bilder auf Twitter oder so reinfügen oder Bilder einfügen mit Photoshop und dann quasi mein Face da drauf packen und auf Twitter veröffentlichen oder auf Dings Facebook oder so, was weiß ich. Das Internet vergisst nie. Ja, sag ich doch. Mach wie Stan, zeig deinen Fuß. Alter! Fußbild. Junge. Ich kann immer noch nicht fassen, dass der wirklich seinen Fuß gezeigt hat. Was ist mit dem? Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es ist sehr komisch. Der Typ ist einfach komplett durchgedreht. Der hat 368 Stunden jetzt gestreamt. Ist er jetzt off? Ja, der ist schon off. Der ist heute offline gegangen. Aber ich hab's noch auf Instagram gesehen. Der hat insgesamt 368 Stunden lang gestreamt, der Irre. Ja, nicht schlecht. Alter! Was ist mit dem? Ich mein, er hat ja geschlafen, gell? Also. Trotzdem viel. Wenig ist es nicht. Nö. So lange hat er, glaube ich, das ist ein Rekord für ihn. Aber ja, nochmal zu Valorant. Also, wie gesagt, ich wollte eigentlich, also, Valorant wollte ich ja schon länger mal wieder spielen. Dann habe ich das eigentlich jetzt nie mehr gemacht. Dann hast du beim Chapterwechsel. Ich war 209 Stunden durchgehend drin, obwohl ich geschlafen habe. Oha. Alter. Oh, ja, auf jeden Fall. Ja. Ich war schon so lange, ich hab. Valorant. Jetzt wird's interessant. Warum tue ich nur mit 0,1 KB pro Sekunde aktualisieren? Was soll das schon wieder? Moment. Bei dir updates oder was? Ja. Das heißt, bei mir ist es schneller als bei dir? Was? Was weiß ich denn? Ich hab letztes Mal, du kannst dich noch erinnern, wo ich Fortnite aktualisiert habe, habe ich 1,5 Stunden für diese Kack-Dings-Gigabyte da gewartet. Ey, ich schwöre euch, es ist doch nicht mehr wahr. Jetzt kann ich spielen. Ach komm. Ich geh mich heute echt vergraben. Was hab ich eigentlich heute verbrochen, dass ich so gestraft werde? Ich dachte, heute wird ein geiler Tag, Alter, von wegen, ja, ich geh zocken. Ich hatte heute eigentlich guten Lauf gehabt. Eigentlich ist eigentlich soweit gut alles gelaufen, außer meinem Lernen war es halt ein bisschen schwierig, aber ist okay. Ja. Okay, lauf mal nicht. Ist so. Ja. Und heute dann Dings mit FN so Stress gehabt, Valorant geht jetzt so. Geht jetzt gerade so und so weiter, obwohl es mich jetzt gerade auch ein bisschen gestraft hat. Aber was soll das? Joni, was meinst du eigentlich mit 200 Stunden durchgehend drin gewesen? Im Velo, oder? Nein, er meint damit im Stream von Stanplay. Ach so. Logisch. Junge. Ja, mal ein bisschen laufen lassen.
Oh, stimmt, ey. Ich muss dich ja auch erstmal enden. Ach ja. Da war ja was. Da war ja was. Ihr habt ja den gleichen und wir in Fortnite, aber. Ich muss jetzt. Ich muss. Die ersten zwei erst enden. Alter, wie hat sich das Design von Valorant inzwischen verändert? Was denn da passiert? Ich suche auch gerade, wie geht denn das eigentlich? Was? Warte mal. Freunde. Es laggt. Verbinden. Bah. Ist sehr ekelhaft. Ja, schraub halt die Einstellung runter. Wenn es laut ist. Laggt. Die Waffen sehen aber geil aus. Diese Season. Die Waffenskins zumindest. Auch das Lobby-Intro. Habe ich noch nicht so drauf geachtet. Der, das ist gefühlt schon wieder der gleiche Schlagring. Es ist eigentlich gefühlt der gleiche Schlagring, wie es in Dings, wie es in meiner Season gewesen ist, wo ich schon mal gezockt habe. Diggi, was ist denn das? Alter, wo sind wir hier, ey? Vor allem wisst ihr, ey, ich war so lange nicht in deinem Live, ne? Ich hab neues Handy und nur weil ich in einem Buch alles reingeschrieben habe, in einem Buch hab ich dich wieder gefunden. Ich bin also für dich in Vergessenheit geraten. Alles klar. Läuft. Ich gebe mich ein Scheiße. Ich glaube, das war das sicher jetzt nicht in schlechter Absicht gemeint. Das hat ja auch keiner behauptet. Ich brauche deine Ride-ID und deine Tagline. Ja, das könnte jetzt interessant werden. Was du nix sagst. Ich weiß, dass es die Wahrheit ist. Aber jeder weiß ganz genau, wenn er mich gut kennt, dass man mich eigentlich im Grunde genommen auch nicht triggern braucht, ne? Weil es führt eh nur wieder mit mir zu Stress und ich bin heute, glaube ich, nicht mehr so ganz drauf aus, eine Diskussion zu führen, nachdem ich schon Fortnite so den Wind aus den Segeln genommen habe. Ich meine, natürlich, während meinem Urlaub kriegen sie das ja wohl nicht mit. Also während ihrem Urlaub kriegen sie das wahrscheinlich ja wohl nicht mit. Aber, also, das Gebäude zuwertet, da werden sicher genauso Mitarbeiter drin hocken wie... Keine Ahnung, was weiß ich denn. Nee, die lassen einfach alles, die lassen einfach alles verschlossen. Juckt doch keinen. Wenn da jemand einbricht, das ist halt so. Ah ja. Es ist genauso. Stell dir mal vor, die würden einfach da sitzen. Oder ist die Tagline das? Ich glaube die ID, ich bin gerade dumm. Die Riot-ID ist doch wahrscheinlich. Ist das die Info? Ist es vielleicht der Name und die Tagline ist des Dings? Die Zahlen oder wie sehe ich das gerade? Ich kenne mich ehrlich gesagt nicht aus. So. Ich muss gerade probieren. Ich bin auch seit langem nicht mehr drin gewesen. Ich habe schon lange nicht mehr gezockt. Doch, das passt soweit. Okay, dann gucken wir mal, ob es klappt. So, tipp mal das kurz noch hier ein. So, so. Ah! Ah doch, hat geklappt! Krass! Hab's richtig gemacht! Little Polaris hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Let's go! Gut. Ja, und wo nimmt man die an? Müsste es doch irgendwie auf einen Haken haben oder sonst irgendwas. Nevermind. Alles klar. Warum bist du bei mir auf Offline? Was soll das denn schon wieder? Da steht verfügbar. Grüner Punkt, verfügbar. Nee, bei dir steht Offline. Ich schick dir ein Foto, ich schwör. Bei mir steht Offline. Verarsch dich nicht. Ein bisschen wieder.
ich gehe mich heute echt vergraben. Ciao. Ja, sonst lad du mich halt in deine Lobby ein, fettdick. Ja, ich hab jetzt keinen Bock rumzuwachen. Das ist schon wieder optimal alles. Ja, sowieso. Ist doch immer alles optimal. Mhm. Hast du? Ja, was? Stress mich nicht, warte mal. Ich stress dich gar nicht, ich bin ganz freundlich. Alles gut. Warte mal. Ja. Funktioniert gerade nicht, wie ich mir das vorstelle. Interessant, dass du bei mir jetzt auch verfügbar bist. Wie hast du das jetzt gemacht? Was? Ach, okay. Wie ich das gemacht habe. Ja, ganz einfach, du musst halt nur da reinklicken, da musst du unter Freunde gehen, da musst du Rechtsklick machen und dann steht da Nachricht senden, Verlauf anzeigen, zu Gruppenanführer machen oder einladen. Gibt's alles Mögliche. Aber ich spiele erstmal mit dir nur ungewertet. Kein Bock, dich schon gegen irgendwelche Bronze- oder Silberspieler ranzulassen. Ich glaube, das ist doch zu heftig für dich. Oder Iron-Spieler. Eben. Das ist, glaube ich, nicht so für dich. Na? Noch nicht. Das war eben der Grund, warum ich jetzt vorher gezögert habe. Weil eigentlich wollte zocken. Match gefunden. Aber ich bin unsicher. Ob das. Och, wenn's aus dem Spieltab, wenn du wieder Zugriff zulassen musst, ich kotz. Was muss ich? Was? Ah, nee, Valorant wollte nur schon wieder Zugriff haben. Ach so, ja. Sieht man. 30er. Das ist aber die Firewall. Das kann man tatsächlich zulassen, weil. Valorant ist ja vertrauenswürdig. Das habe ich immer zugelassen. Ja. So, ich nehme mal Fade. Warum wollten. Also, der eine wollte auch eigentlich Sage spielen, hat nicht so ganz geklappt, wie er wollte. Ach. Eieiei. Ich entscheide mich jetzt einfach mal für Brimstone. Brimstone. Naja, du siehst ja schon die verschiedenen Zeichen hier. Mhm. Das sind auf jeden Fall verschiedene. Es gibt verschiedene Leute mit verschiedenen Fähigkeiten. Die mit dem Kreuz, zum Beispiel wie Race und so weiter, sie ist ein Duelist. Sie ist zum Beispiel eine, die muss halt eigentlich immer an der Front sein, die muss halt immer wirklich reingehen eigentlich. Weil Duelists sind dafür zuständig, eigentlich vorzugehen und zu gucken, dass eigentlich alles abgesichert ist. Sage ist eine Healerin, sie supportet einen quasi. Brimstone ist eigentlich gut fürs Ablenken und auch, ja, wie soll ich sagen, zum quasi, oh, wie soll ich sagen, ja, Ablenkung quasi, solche seine Rauchschwaden und so weiter. Kann er irgendwo setzen auf der Map, wenn er will, glaube ich, oder sonst was. Und dann kann er eben quasi eben damit den Spielern die Sicht mal kurze Zeit rauben und so weiter. Und da kannst du auch reingehen und andere schießen lassen. Oh, Pearl, das wird eklig. Ah ja. Das wird also, eklig. Ich weiß... Das, was du jetzt gesagt hast, das weiß ich im Prinzip, weil ich kann nur die Namen noch nicht so ganz zuordnen. Fate. Das ist das Ding. Warte mal, was ist denn jetzt los? Wir sind rausgeflogen, weil der eine nichts gedroppt hat oder weil der eine nichts gepickt hat oder gelieft ist. Deswegen sind wir zurück in die Warteschlange geflogen und sind jetzt auf Pearl. Deswegen musst du nochmal neu auswählen. Oh, spielen wir nur mit einem Duelist. Egal. Haben wir zwei Supporter. Dings, Cypher ist eigentlich auch ein Supporter, aber er hat halt keine Healung. Cypher ist auch ein Supporter, okay. Ja, der kann quasi beobachten, wo sich Spieler befinden, indem er seine Kameras aufstellt. Kann Fallen aufstellen quasi, also solche Fallen, die einen Gegner auch quasi betäuben und dann ihm auch etwas Schaden machen. Und seine Ulti kann quasi dafür sorgen, dass man sehen kann, wo sich gerade die Gegner auf der Karte befinden. Aber okay. Das ist halt nur so zum kurzen Anzeigen, wo die sich gerade befinden. Natürlich können die auch wieder woanders hinlaufen. Das ist nur ein kurzer Spot quasi. Okay. Spot-Scan.
jetzt schon wieder mit ihr. Was ist denn da kaputt? Die Anna? Dieses Geheimagentending finde ich gut. Vermasselt es nicht. So. Einmal das. Aha. Das klingt ja auch nicht gut. Also die Anna. Ja. Keine Ahnung, was sie wieder hat. Ich weiß es doch nicht. Momentan. Auch richtig sad momentan irgendwie. Aber ich kann's verstehen wegen dieser einen Sache heute. Ja, boah, das muss ich gerade kurz sehen wegen der Kraftphase. Ah, was passiert, was hier eigentlich auch momentan alles passiert. Ja Gott, das stimmt. Digga, unser Cypher, ich frag mich, was der eigentlich schon wieder macht. Macht er das aus Fun oder weil er Langeweile hat? Doch. Das ist eben sozusagen eine... Ja, wie soll ich das sagen? Ja, okay. Da kann ich auch nichts machen. Sterben halt auch allzu schnell. Nochmal in den Kampf. Ich bin nicht müde. Nein. Ihr etwa? Nein. Irgendwie habe ich so das Gefühl, die Tastatur ist vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Weil selbst die Tabulator-Taste spackt rum. Bin dann mal weg. Und wir sind hier in Valorant. Eigentlich sollte das nicht passieren. Keine Ladungen. Gemeinsam. Ja, das spackt rum manchmal. Warum? Keine Ladungen. Ich verstehe es nicht. Was ich auch immer aufpassen muss, ist, da schießt man ja praktisch auch mit der rechten Maustaste. Ich meine, das brauche ich dir natürlich nicht erzählen, aber... Viele Gegner bei A. Ja, komm. Ihrer Viper wirkt nicht nur physisch, sondern auch psychisch. Halte durch. Was ist es mit dieser Tastatur? Gut. Sie ist das Problem eigentlich. Gut gemacht. Bei der Tastatur. Bei der Tastatur. Nein. Polaris. Nein. Komischerweise, wenn ich das so gedrückt halte. Brechen wir auf. Manchmal funktioniert's nicht. Selbst wenn ich mir die Stats angucke, gerade wie es steht, dann flackert das die ganze Zeit auf, wenn ich die Taste drücke, was aber nicht passieren sollte. Das sollte ganz normal da sein. Ist vielleicht die Tastatur ein bisschen kaputt oder so? Ja, dann müsste sie beschädigt sein. Liegt vielleicht an der Tastatur, was schlecht wäre. Weil dann muss man die Tastatur austauschen. Oh. Das kann ja wohl nicht angehen. Kann ich vielleicht doch noch wieder meine alte Tastatur ausgraben. Letzter lebender Verbündeter. Vor allem, ich habe halt auf die Tastatur ja keine Garantie oder so. Gegner am Boden. Ja, okay. Sorry. Yeah. Oh je. Sobald meine Rauchwolken die muss einen Damage haben. Die muss wirklich einen Damage haben. Das kann nicht anders sein. Weil alles Mögliche spackt hier rum. Ich sehe es ja gerade.
Selbst wenn ich nur die Taste oben drück, flackert es so. Ich muss mal kurz morgen. Ich muss mal morgen fragen, ob das irgendwie ein Fehler ist oder was das zu bedeuten hat. Das würde auch erklären, warum sich die Geschenke in FN nicht mehr öffnen lassen. Aber die ist ja nicht neu, oder? Die hat mein Bruder halt mal gebraucht, quasi. Also, aber nur im Geschäft quasi. Also, eigentlich hat sie aber gar keinen Damage abbekommen. Also, die ist gebraucht aus dem Geschäft. Okay. Ja, nicht direkt. Also, ich habe sie zwar gekauft, aber das Ding ist halt. Ich glaube, ich habe einen deutlichen Fehler begangen, die. Ja, wie soll ich sagen? Ich meine, du kennst ja Amazon. Nee, noch nie gehört. Spaß. Das war, glaube ich, ein Fehler, die dort zu kaufen. Aber meine habe ich auch auf Amazon bestellt. Verunsicher bin ich. Ja. Ja, warum flackert es dann, wenn ich das zurückgebe? Das kann doch gar nicht sein. Er arbeitet uns zu. Gut gemacht. Das flackert die ganze Zeit. Was soll denn das? Gut gemacht. Wenn ich es besser wüsste, würde ich sagen, die hat halt wirklich einen Damage oder so. Keine Ahnung. Ja, wenn du sie. Also, wann hast du sie gekauft? Lass mich mal überlegen. Wann war denn das? Ja, okay, gut, also die liegt ja auch schon seit knapp vielleicht 2 Jahren hier rum. Nur mal so angedeutet. Mhm. Sie sehe ja eigentlich recht gut aus. Hier. Eigentlich. Kein Verstecken. Lade nach. Ja, come on! Hey, ich bin echt angepisst! Alle tot. Dieses Flackern, Alter, das kann's doch nicht sein. Schluss mit dem Kindergarten. Kämpft weiter. Der Rest wird überbewertet. Muss los! Ich weiß es nicht. Was ist mit dieser Tastatur los? Ich meine, so kann ich auch nicht spielen. Das ist einfach unmöglich, so zu spielen. Ich nicht alles Mögliche machen kann. Ja, einfach die ganze Zeit Sprachchat gedrückt, okay. Ja, ich? Ja, du. Dann haben wir irgendeine falsche Taste. Warte mal. Euch. Noch einen hoch, genau. Letzter lebender Verbündeter. Das wird nicht schwer. Ja, aber alle Tasten funktionieren ja sowieso. Jetzt hört man mir aber nicht nur, oder? Nein. Noch 30 Sekunden. Weil. Ich glaube, dann war es in die Einstellungen falsch. Ist ja aber komisch. Weil. Ist ja komisch. Meine Ult ist bereit. Weil alle anderen Sachen funktionieren ja ganz normal einwandfrei. Ich weiß nicht, warum das so ist. Weil Steuerung und so weiter, das ist ja alles normal.
Wenn die wirklich beschädigt ist, dann fress ich einen Besen. Hört mal zu. Wir töten sie, bevor sie uns töten. Nein. Los, los, los! Tabulator-Taste und trotzdem funktioniert es nicht. Richtig, warum? Na, ihr seid hilflos! Lade nach! Natürlich drückt sie mich. Noch 30 Sekunden. Hilfe. Auf die Jagd. Auf die Jagd. Was sagst du? Ach, Mann. Also. Ach, was ist denn das? Wir werden ihre Geheimnisse. Das hätten wir. Ist es dann in meiner quasi verteidigenden Position besser, Schild zu kaufen oder so? Jeder muss sich ein Schild kaufen, das wäre schon tot. Ja. Gegner am Boden. Warum seid ihr eigentlich alle schon wieder tot? Was ist da los? Gute Frage. Zwei markiert. Ja, 92er. Ei. Moin. Man hätte auf die Füße und auf den Körper. Mann. Ach, Mann, was ist das? Knallt einfach die Bösen ab. Nein. Mein Gott.
sind sie. Die Folge kann ich wenigstens beantworten. Ist logisch. Hey, ich bin echt angepisst. Letzter lebender Verbündeter. Von hinten und ballert den Rücken. Wo wusste ich das wohl? Der Hellseher, der Polaris. Na? Ich hab's schon gewusst, weil ich weiß, dass die immer von entweder von hinten kommen oder von woanders. Bleib bei meinem Stimpack, dann machen wir sie platt. Das macht vor allem überhaupt gar keinen Unterschied. Selbst wenn du wahrscheinlich selbst wenn du den Rechner neu starten würdest, das wird keinen Unterschied machen. Nö. Gott, der Fehler bleibt trotzdem. Das ist traurig. Irgendein Fehler muss das Ding haben. Entweder das oder. Entweder die Tastatur ist wirklich fehlerhaft und ich muss mir noch eine neue kaufen, oder ich weiß halt. Big Gaming-Tastatur. Geile Gaming-Tastatur, die nicht mehr richtig funktioniert. Geschossen. Lade nach. Gegner am Boden. Zweiter wurde eliminiert. Zwei in B. Sollte er auch mal endlich. 46er wahrscheinlich. Ein Gegner übrig. Ja. Erst die schießen und laufen. Bitte? Du darfst nicht schießen und laufen. Ja, ich weiß. Genug von denen. Du bist kein Run and Gun. Das funktioniert nicht. Ah. Mach dir hier einen auf Run and Gun Typ. Ach man. Nee. Ich glaub, so viel Zockway jetzt aber auch nicht mehr. Na. Ich glaube, eine Runde reicht Marco auch schon. Ja, ist vor allem, also ich glaube, das wäre immer selber so. Allein ein bisschen üben. Weiter. Ja. Ich muss mich eh erstmal um meine Einstellungen kümmern. Wenn es nur an den Einstellungen liegt, das weiß ich ja noch nicht. Das glaube ich nicht. Vielleicht hat es ja auch einen Fehler. Du glaubst das nicht. Warum? Bitte? Du glaubst es nicht, also denkst du, die hat einen Damage doch, oder so? Hat, ja, das glaube ich. Ups, was war denn das? Oh, ich hab doch einen schön weggeholt. Och, man, du. Der eine hängt da noch. Da, wo ich gerade entlang geschossen hab. Keine Ladungen mehr. Ja, okay. Aua.
Ja. 8-14. Letzte Runde in dieser Hälfte. Nicht beim besten Match bis jetzt. Na gut. Ja, aber komischerweise. Alles funktioniert ganz normal, außer die Tabulator-Taste und ich back manchmal rum, aber nur in der Lobby da. Ich weiß nicht warum. Komisch. Und das Emote-Rad, das funktioniert auch nicht richtig. Keine Ahnung warum. Ja, also beim Emote ist sie, er ist Bug. Und. Ja, aber ja, die Tabulator-Taste, da weiß ich nicht, was los ist. Wo ich vorher gesagt habe, ich glaube, dass ein Damage hat, man. Das kann man, das weiß ich natürlich nicht. Kann man einfach nicht wissen. Ja. Stellt euch eure Angst! Was? Na, wo verstecken sich die Lager? Ihr seid hilflos! Komm, trifft auch alles. Spike aufgenommen. Spike in Mitte. Tut mir leid. Ja, aber wenn die ein Damage hat, dann bringt mir die ja auch nichts mehr. Tut mir leid. Käfig ausgelöst. Noch 30 Sekunden. Ich habe den Spike platziert. Tut mir leid. Seitenwechsel. Auch bei zahlenmäßiger Überlegenheit ist alles möglich. Vergesst das nicht. Wenn du die eine Weile gedrückt hältst, komischerweise, dann geht's. Okay. Das war auch irgendwie komisch, oder nicht? Also erstmal leer, das ist doch komisch. Ja, komischerweise, manchmal flackert sie und wenn du sie dann aber eine Weile gedrückt hältst, dann bleibt sie so. Hä? Komplett dumm. Jetzt flackert sie wieder? Jetzt sieht man's wieder. Hä? Dumm. Vielleicht ist es auch irgendein Fehler, wer weiß. Vielleicht ist irgendwas nicht richtig eingestellt, das kann ja auch sein. Also ich glaube nicht. Ach, Mann. Ich hab den Tod gesichtet. Sonst mach ich mal, Dings bei mal kurz ein Video für meinen Bruder. Wenn ich gerade dabei bin. Weil ich bin ja eh tot, ich kann ja nichts machen. Schick ich ihm dann morgen, ich mach mal kurz ein Video für ihn. Schick ich ihm dann morgen früh. Wegen das Tattoo, oder? Ja, ich schreib dann auch noch dazu, wegen welcher Taste es ist. Spike platziert. Los. Habe ich für ihn gemacht. Schicke ich ihn dann, wenn ich morgen wach bin. Irgendjemand hat auf einen Idiot gerufen. Zeit zum Wiederaufbau. Soll er doch. Es
mir doch, Leute. Es ist komisch. Manchmal flackert es ganz ekelhaft. Wenn du tot bist, dann flackert es immer wieder die ganze Zeit manchmal. Und manchmal, dann gibt es ja Momente, da drückst du die Taste und dann flackert es nur ein bisschen und dann geht's wieder. Dann siehst du ins... Weißt du, was ich da jetzt gerade dran denke? Es gibt ja, also... Du kannst ja bei manchen Tastaturen hast du eine Software, wo du einstellen kannst, dass sie auf bestimmte Sachen im Game reagiert, mit, also farblich. Mit dem RGB. Ja. Und... aber viel zu schnell. Ja, was wolltest du sagen? Ich sterbe viel zu schnell. Aber... Oder hast du das davor gemeint? Das gerade mit der Tastatur. Also, nein, also mit einer Software und bei manchen Tastaturen kann man es eben einstellen, dass sie so reagiert. Was du halt im Game machst. Keine Ahnung, wenn du jemanden killst, dann lacht er sie rot schnell oder sowas. Und... dass du vielleicht eine passende Software dazu runterleitest. Vielleicht gibt's da sowas. Also, dass es damit zu tun hat. Das ist nur so Vermutung. Wie heißt sie? Was hast du gesagt? Wüsste ich jetzt nichts. Stand mal nichts dabei von so einer Software. Tut mir leid. R-I-I. Tastatur. Ja, kannst du mal googeln, wenn du willst. Gut, jetzt vielleicht gerade nicht. Nee, ich spiel eh nur noch die Runde, ich mach nicht mehr so großartig. Bin ich also, müde. Ich bin ganz bei dir. Da, Ja, ich will ja auch noch ein bisschen ins Bett liegen und ein bisschen Netflix gucken. Auch. Schwierig. So, eine Runde Velo, ist für mich momentan aktuell nur ausreichend, weil... Er braucht nicht direkt Alpha komplett rein sweaten und die ganze Zeit spielen. Es fordert noch recht viel Konzentration von mir. Was eh. Vor allem eine Runde sogar. Eine Runde erfordert schon allein schon so viel Konzentration, es gibt's gar nicht. Der ist eh vorbei. Ist kein Spaß. Spike platziert. Jetzt kann keiner mehr retten. Nichts gegen dich. Letzter lebender Verbündeter. Lebe zwar noch, aber. Das war's eh. Ja. Die hätte zwar noch killt, aber. 2 zu 13 over. Das ist eklig. Aber was willst du machen? Da gar nichts. Polaris. Eh nicht schlecht, deine Stats diese Runde. 8-16, ich hab komplett reingeschissen. Ich find's nicht schlecht, aber gut. Naja, ich bin aus meiner Perspektive. Auch nur aus meiner Perspektive, so egal. Ja. War eine nette erste Runde mit dir. Bin auch rausgegangen jetzt. Ja. Polaris, was machen wir mit Fortnite? Ich schau jetzt nochmal kurz. Ich schau kurz nochmal rein, ob das jetzt vielleicht doch nochmal geht mit den Geschenken. Na, ich meine, was tun wir mit denen? Was die momentan da aufführen, das ist doch so schlimm. Natürlich ist es schlimm, was willst du dagegen argumentieren? Es ist halt ein Spiel. Ich meine, wie sollen wir damit umgehen? Ist halt schade. Ja,
Was soll ich da großartig argumentieren? Was soll ich bringen? Ich kann da jetzt schlecht dagegen schießen und dann halt noch was dazu sagen. Versuch das mal. Na eh. Er kann schon Dauerfeuer drauf knüppeln, wie du willst. Das bringt nichts. Ja, aber komischerweise, wenn die Tastatur ja beschädigt gewesen wäre, dann hätten ja manche Befehle ja eigentlich auch nicht funktionieren können eigentlich, weil... Ja, was, Wackelkontakte oder sowas? Ja, aber das wäre schon komisch. Ja, wenn sie aber Wackelkontakt hätte, dann dürfte die ganze Tastatur eigentlich nicht funktionieren. Ja, schon. Weil dann dürften alle Tasten nicht richtig funktionieren. Das wird heißen, dass halt wirklich alles nicht gehen würde. Doch, schau mal. Was hast du, also auf dem Foto von dir sehe ich leider nicht, was das für eine Tastatur ist, aber auf jeden Fall, da gibt's Software. Was bringt die? Naja, so, also RGB-Steuerungssoftware. Warte mal. Ich schick's dir mal auf Discord. Ich schwöre euch, Leute, ich will nicht mehr. Was? Ja, aber das hat ja nur was mit den Dings, das hat ja nur was mit den ihren Sachen hier zu tun, das hat ja nichts mit meiner zu tun. Ist da deine nicht drin? Nein. Das ist aber schon der Hersteller, oder? Ja. Mir sagt die Firma leider nichts. Nein, das sieht keine so aus wie meine. Komisch. Keine Ahnung. Ja, dann kann ich nicht helfen. Ich hab nur gedacht, weil ich kann jetzt zum Beispiel auf meiner Tastatur. Warte mal. Zeig dir das einmal. Nee, da komme ich zu beiden gleichen Seiten, aber nein, da ist meine Tastatur nicht mit dabei. Oh. Zum Beispiel habe ich für Apex Legend, Valorant, Fortnite kann ich da einstellen. Ich schicke dir das gleich aus. Was ist denn jetzt mit der? Jetzt muss mit der. Muss er sich gleich noch Sprachmemo von der anhören, so ein Ding. War kurz. Ich hab keine Ahnung. Ich schick meinen Bruder morgen. Ich schick dem einfach heute die Dings. Dieses Video und dann frage ich ihn halt, was ich da machen kann. Wenn ich da nichts machen kann, muss man halt neue Tastatur holen. Fertig. Kann man nichts machen. Ja, ist halt auch beschissen, oder? Mann, ganz ehrlich. Was soll ich denn deiner Meinung nach machen? Na, gar nichts. Na.
ist. Da kann man nichts machen. Da kann man auch nichts machen. Meint schon scheiße, dass ich mir wieder neue Tastatur kaufen muss, aber. Es war ja eh Zeit gewesen, dass die alte mal wegkommt. Ah ja. So sieht es halt bei mir aus. Das macht ja gerade. Das macht ja gerade momentan großen Unterschied, obwohl ich ja eh von Fortnite schon gebrochen bin, Anna. Es macht richtig großen Unterschied. Dass du einen neuen WLAN-Router bekommst und ich eh schon gebrochen bin. Sehr geil. Ah, ich schwöre, ich. Leute, ich bleib jetzt nur noch bis zum Itemshop wach und dann bin ich auch offline. Ich hab heute die Schnauze voll. Reicht's. Bei der Anna. Mitgefühl ist so eine Sache. Die hat kein Mitgefühl. Nein, so, das, also das ist echt ist nicht böse gemeint. Also das soll ich nicht falsch verstehen, gell? Bitte. Jetzt nur. Warte mal, war das jetzt gegenüber ihr Mitgefühl, dass ich kein Mitgefühl gegenüber ihr habe, oder? Na, sie, also sie zu dir so. Beziehungsweise, also. Die ganze Situation und auf einmal kommt sie dann mit dem WLAN-Router daher. Ja, ich weiß auch nicht. Ich weiß sowieso nicht, was ich mit ihr anfangen soll. Keine Ahnung, frag mich nicht. Ich meine, die erste Tastatur, die liegt hier eigentlich noch. Mit der spielen könnte ich ja noch. So ist es auch wieder nicht. Naja. Aber eigentlich sollte ich eher dafür sorgen und gucken, dass die Tastatur hier mal gescheit funktioniert. Ich schicke dem das halt morgen früh, wenn ich dann wach bin, einfach. Ja. Ist einfach eine Geschichte. Ich würde sowieso wahrscheinlich jetzt eh nicht mehr so lange wach bleiben. Demnächst wahrscheinlich pennen. Ne, Leute. Ja, ja. Aber ich werde das Dings, ich werde das Video noch hochladen. Ich werde das Video auf jeden Fall noch hochladen. Was die da alles verkackt haben. Es ist nicht wahr. Es ist echt nicht wahr. Vor allem die Stream-Highlights kommen noch mit dazu. Ach komm. Es ist doch nicht wahr. War halt heute kein. Ich meine, es kann nicht jeden Tag ein guter Tag sein, oder? Ich meine, ist halt so. Es gibt Tage, die laufen schlechter, die manche laufen besser. Und ja, aber so ist es immer natürlich schlecht. Immer sozusagen, man sagt ja, es gibt bessere Tage. Das ist mir klar, das macht den jetzigen Tag nicht besser. Das ist das ist nicht gemeint wie so klassisches Dingeplapper, so im Sinne von wird schon besser, weißt du? Ich meine, so interpretiere ich das ja auch eigentlich nicht. Ja. Aber das Ding ist halt, es macht's halt auf Anhieb nicht besser, wenn du die ganze Zeit so siehst, was hier eigentlich abgeht. Wenn du dir so denkst, was soll denn der Scheiß? Ich meine, sollst du dich da jetzt eigentlich gut fühlen, wenn du so merkst, von wegen, ja, die bauen scheiße, dein Zeug funktioniert nicht richtig und alles und du hast halt komplette Arschkarte. Das ist halt echt nicht mehr funny. Was willst du denn da noch denken? Na eben, das ist angefangen mit dem Kack-Captor vorher. Das war eigentlich die allergrößte Frechheit eigentlich. Und dann, ja, und ich meine, das hat mich natürlich nicht betroffen, aber dann halt die Geschichte mit den Emotes. Ich meine, was soll ich dazu sagen? Mein. Weißt du, ich kauf mir ja so selten was, aber
Aber du hast, also diesen Emote, der war einfach richtig nice. Und dann haben wir gedacht, den kaufen wir, weil du hast ihn immer so mit dem daherkommen und hast gesagt, wann hast du den so unter die Nase gegeben? Haben wir gedacht, den müssen wir jetzt auch mal kaufen. Ja, bei Wissings, aber auch an meinen Chat jetzt so gerichtet. Und schade. Es ist halt nicht in meinem Sinne oder in Markus Sinne, dass wir Fortnite jetzt komplett herunterziehen und halt für euch das Spiel nicht mehr interessant gestalten oder runterziehen allgemein. Es geht halt einfach nur um die Tatsache, mir als Gamer sollte es schon offen liegen, dass ich die Möglichkeit habe, ganz normal zocken zu können. Und das ist egal, ob es das Equipment ist, bis zum Spiel selber. Aber das Ding ist halt, mir wurden V-Bucks weggenommen. Erstens ist es. Zweitens, mir wurden die Punkte abgenommen. Drittens, das Emote-Rad funktioniert bei mir nicht mehr richtig. Und viertens, ich kann keine Geschenke mehr öffnen. Und das hat halt echt, das ist echt nicht cool. Muss ich halt einfach sagen. Und ich meine, gut, das mit der Tastatur, da kann man jetzt drüber streiten und so weiter, ob die vielleicht nicht richtig eingestellt ist oder ob die da wirklich einen Fehler hat. Da kann jetzt nichts dafür, wenn dafür können die jetzt echt nichts, aber... Aber wer weiß, ob, jetzt war es in einem anderen Game auch, das ist halt scheinbar dann schon das, weil wenn es nur in Fortnite gewesen wäre, dann hätte ich gesagt, es ist eher ein Fortnite-Bug, wie ich vorher angenommen habe, aber jetzt in Velo ist es ja auch eine andere Sache dann gewesen. Und das deutet dann, wenn es in mehreren Games ist, deutet das dann schon eher auf die Tastatur hin. So. Leider. Ja, eben. Das ist halt das Komische dran, wisst ihr? Wenn das halt alles ganz normal funktionieren würde, dann würde ich